So, heute gibt es etwas Kleines, Leckeres. Und zwar haben wir uns gestern ein Essen bestellt und ich dachte, das wäre genau richtig für ein Video. Und zwar gab es gestern bei uns Sushi. Ich habe verschiedene Versionen von Sushi gemacht. Ich zeige euch jetzt einfach mal die erste, leichteste Version. Von einem ganz normalen, oh Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Maki-Sushi. So. Bestehend aus drei verschiedenen Farben. Ich häkle es mit dicker Wolle. Wer möchte, kann es auch mit feinem Garn ausprobieren. Ja, relativ simpel. Man kann verschiedene Füllungen machen. Ich mache es jetzt mit roter. Ihr könnt natürlich grün, gelb, orange, alles Mögliche nehmen. Ich zeige euch noch, wie die anderen ausschauen. Ich zeige euch auch, wie es richtig schön auf einem Teller aussieht. Aber fangen wir erstmal an und machen unser Sushi. Wir nehmen eine ganz normale rote Wolle. Dann fängt es an mit 5 ganz normalen Luftmaschen. Ich häkle das Sushi in der Nadelstärke 2,5. Komme dann eben so auf diese Größe, wer möchte, verkleinert oder vergrößert, je nachdem. Gut, also wir machen 5 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5. Und immer zum Wenden eine Wendeluftmasche. So, und jetzt bleiben wir bei diesen 5 Maschen, sage ich jetzt mal, und machen jetzt 5 feste Maschen zurück. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann macht ihr wieder eine Wendeluftmasche, dreht das Ganze um und macht wieder 5 feste Maschen zurück. 1, 2, 3, 4, und und dann wieder eine Wendeluftmasche. Insgesamt machen wir also nach den 5 Luftmaschen noch weitere 5 Reihen mit je 5 festen Maschen und zum Wenden immer eine Luftmasche, eine Wendeluftmasche. Also ich habe jetzt 2 Reihen jetzt gemacht mit jeweils 5 festen Maschen. Mir fehlen noch 3 weitere. Die mache ich jetzt schnell und dann zeige ich euch das Ganze. So, und so schaut das Ganze dann aus. Wie so ein kleines Rechteck, könnte man sagen. Also wie gesagt, eine Reihe mit Luftmaschen, 5 Stück, und dann 5 separate Reihen mit je 5 festen Maschen. Und jetzt wird der Faden vernäht. Und ich würde euch raten, ihn so zu vernähen, dass ihr es gleich so mitnehmt, dass die Füllung eben eingerollt wird. Denn wie man hier schon sieht, ist es so innen drinnen. Und um das hinzubekommen, rollt man das am besten ein. Also nochmal, entweder von der Seite oder von der Seite, was euch lieber ist. Einfach ein bisschen einrollen, was schöner ausschaut. So. Wenn ihr möchtet, dass das Sushi etwas dicker ist, dann macht ihr es einfach länger und rollt es dann ein. So schaut das Ganze dann aus. Also einfach einrollen und zusammennähen. So, ich glaube, ich lasse jetzt es so rum. So hat es mir besser gefallen. Und das ist eben jetzt das Innere vom Sushi. Das ist dann da schön drinnen. So, also einfach Nadel her und dann einfach da so reinstechen, dass ihr das fixiert. Ich mache dann einfach immer gern ein bisschen hin und her. Dass ich es wirklich fixiere, dass das so bleibt. So. Einfach mal dafür nähen. Richtig schön durch. Noch einmal. Dann hält das Ganze. Und dann, wie gewohnt, einfach ein paar Mal hin und her zurück vernähen. Und schon ist die Füllung dann fertig.
das erste und mit dem anderen mache ich genau dasselbe. So, und die Füllung ist fertig. Wie gesagt, farblich könnt ihr variieren. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Variante mit Rot. So, also der erste Teil ist schon mal fertig. Und jetzt machen wir noch die innere Reisfüllung. So, und jetzt kommt die Reisfüllung. Ich nehme eine ganz normale weiße Wolle dafür. Es ist keine ganz dicke, sondern so mittlere, würde ich sagen. Es geht folgendermaßen. Ich lege mir die Füllung bereit. Ich weiß, sie ist 5 Luftmaschen groß. Dann mache ich mal 5 Luftmaschen. Es kommt immer auf die Wolle drauf an. Habt ihr eine dünnere Wolle, so wie ich jetzt hat, dann braucht ihr etwas mehr Luftmaschen. Ansonsten würden auch 5 Luftmaschen reichen. Aber ich glaube, ich brauche etwas mehr. 2, 3, 4, 5 Luftmaschen sind etwas zu wenig für die Füllung. Ich würde sagen, wir gehen auf 7 Luftmaschen. Dann ist die Füllung schön drinnen. Lieber nur 6. So. 6 Luftmaschen sind ideal, um die Füllung reinzutun. Sie schaut nicht raus, sie ist schön im Inneren. Das passt. Gut. Dann macht ihr jedes Mal wieder eine Wendeluftmasche. Und jetzt macht ihr 5, also 6 feste Maschen zurück. 1. 2. 3, 4, 5 und 6. Dann wieder eine Wendeluftmasche. So, und bei den 6 festen Maschen bleiben wir jetzt. Und wir möchten es so in etwa ein bis zweimal um die Füllung rumkriegen. Das heißt, wir machen jetzt noch weitere. Ich würde sagen, gute zwischen 20 und 25 separate Reihen mit je 6 festen Maschen. Ich mache jetzt mal weitere, also ich habe jetzt eine Reihe gemacht, mache jetzt weitere 19 Reihen und dann zeige ich euch, ob das reicht oder ob wir noch etwas mehr brauchen. Also, ich habe jetzt hier mal 10 Reihen mit jeweils 6 festen Maschen gemacht und man kann dann das schön testen, die Füllung einfach mal rein. Und dann sieht man, ah, okay, einmal geht schon mal schön rundum. Schon mal schön verhüllt. So, okay, dann mache ich jetzt weitere 10 Reihen mit je 6 festen Maschen. Und dann könnte es theoretisch reichen, dass wir schön zweimal um die Füllung herumkommen. So, und so sieht es dann aus mit 20 Reihen von den je 6 festen Maschen. Dann nehme ich mir wieder die Füllung. Anfang hinlegen, einrollen, also einmal geht und dann noch einmal. So, dann ist es schon eingerollt, mir reicht es. Wer möchte, kann es natürlich noch viel, viel mehr einrollen. Bei dem anderen schaut es etwas dicker aus, weil die Wolle viel dicker war. Das ist ein bisschen dünnere Wolle. Aber für mich reicht es, so dass ich dann den Faden abschneide. So. Schneiden, durchziehen und fertig ist es. Und dann genau wie bei der Füllung vorgehen. Also Füllung reintun, einrollen, so wie man es eben haben möchte. So. Schauen, dass die Füllung richtig gut drinnen ist. Okay. Und dann so finden, dass man das quasi hier so zumacht. Dann von der Seite. So. Ich würde sagen, beim ersten Mal, also bei dem einen Faden vernähen, einfach nur mal zumachen. So. Dann ist das schon mal alles ein bisschen fixiert. So. Wenn ihr mit in die Füllung reinstecht, ist überhaupt kein Problem, umso besser. Aber ich würde das erst mit dem zweiten Faden machen. Mit dem ersten schaue ich immer, dass ich gut zumache. Wenn ich jedoch viel Faden noch über habe, kein Problem, dann steche ich einfach mal so durch. So, ziehe es lang, mache das Ganze dann nochmal so ein bisschen schräg durch. Dann kann es mir wirklich nicht abhauen. So, und dann vernähe ich wie gewohnt. Und genau dasselbe mache ich dann einfach mit dem anderen Faden noch.
Okay. Und wenn das Ganze dann finit ist, schaut es dann so aus. So, von beiden Seiten. Und jetzt fehlt uns nur noch die äußere Schicht, das Nori-Blatt. Das geht auch wieder ganz einfach. Ihr nehmt euch eine ganz normale schwarze Wolle. Diesmal habe ich eine etwas dickere Wolle, im Gegensatz zu der weißen. Sie ein Stückchen dicker. Schauen wir mal, wie viel Luftmaschen wir brauchen. Also, wir gehen wieder genauso vor. Schwarze Wolle nehmen. So. Und erstmal würde ich sagen, 5 Luftmaschen machen. 3, 4, 5. Dann schauen wir nach, weil es eben eine dickere Wolle ist, ob es schon reicht. Und ja, bei der dickeren Wolle reichen die 5 Luftmaschen. 6 wäre dann schon wieder zu viel. Und es soll ja eben sein oder so eben wie möglich und nicht zu sehr rausschauen. So, dann würde ich sagen, bleiben wir bei den 5 Luftmaschen. Machen dann eine Wendeluftmasche. Und dann macht man wieder 5 feste Maschen zurück. 2, 3, 4 und 5. Und dann wieder eine Wendeluftmasche. So, ich mache jetzt einfach mal noch 9 weitere Reihen mit 5 festen Maschen. Dann zeige ich euch, wie das aussieht, ob wir es schon einmal rundum kriegen. Und dann sehen wir mal, wie viele Reihen wir brauchen. So, ich habe jetzt insgesamt 10 Reihen mit je 5 festen Luftmaschen gemacht. Bei dem Schwarz sieht man es leider nicht ganz so gut. Auf jeden Fall können wir die Füllung nehmen und mal reinlegen. Und man sieht, selbst wenn man es ein wenig lang zieht, es fehlen noch ein paar. Ich würde sagen, ich mache noch 4 weitere Reihen. Und dann schauen wir mal, ob es passt. So, die 4 weiteren Reihen sind fertig. Das heißt, ich habe jetzt 14 Reihen mit je 5 festen Maschen gemacht. Nehmen wir jetzt nochmal die Füllung und schauen mal nach. Schaut schon besser aus. Ja, perfekt. Es reicht. Okay, dann Faden abschneiden. Durchziehen. So. Und jetzt, wie gewohnt, werden wir es vernähen. Diesmal die Füllung in die Mitte hinlegen, von beiden Seiten zueinander hinklappen. So, dass man es schön verbindet. Der eine Faden, den einfach so auf Seiten tun. So, und hier einfach mal beides miteinander vernähen. So, Vorsicht auf den anderen Faden, dass der euch nicht in die Quere kommt. So, einfach wirklich Masche für Masche vernähen. In der Hinsicht finde ich es besser, man vernäht, als dass man zusammenhäkelt. Ihr könnt natürlich auch zusammenhäkeln, aber ich finde, mit dem Vernähen schaut es besser aus. Ich vernähe jetzt extra nur das Schwarze, dass das schön zusammen ist. So, das ist richtig schön. So, verbunden ist. Jetzt. Und jetzt mache ich so wie vorher und gehe extra nach innen drinnen rein. So. Und richtig durchstechen, dass ich es nochmal richtig doll verbinde. Aber nicht zu fest anziehen, weil sonst kriegt das Sushi ganz komische Wölbungen. So, und dann machen wir nochmal da nach oben durch. Es hält dann wirklich nochmal viel, viel besser, wenn ihr einfach mal querbeet da ein bisschen umeinander stechert. So, da noch durchstechen. Einmal würde ich sagen, machen wir es noch. So, und dann gehört der Faden vernäht. So, jetzt ist es wirklich gut fixiert. Man kann nichts rausziehen, es geht nichts verloren. Vor allem, wenn Kinder damit spielen, passiert nichts. Und dann einfach unauffällig beide Fäden vernähen. Und wie immer mit dem anderen dasselbe machen. So. So, und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Schön vernäht, alles fixiert. Da kann man sich aussuchen, welche Seite einem besser gefällt.
Man kann natürlich das Innere noch viel, viel dicker machen vom Reis hier. Also wie gesagt, hier war die Wolle viel dicker. Es ist genau dasselbe, aber da war die Wolle einfach dicker. Vom Schwarzen ist es dieselbe Wolle, aber vom Weißen war es eben eine dicke. Drum, da könnt ihr euch dann aussuchen, was euch lieber ist. Und wenn ihr mich nicht ganz täuscht, habe ich dieses Sushi auch mit der Stärkenadel Nummer 3 gemacht. Gut, dann, ich würde sagen, erwachsene Hände, Kinderhände. Ist eher was für Kinder, ist es für uns. Probiert es euch einfach mal aus. Größe und Menge könnt ihr selber variieren, wie ihr wollt. Ich werde euch noch im Anschluss ein Bild zeigen, wie ich verschiedene Farben gemacht habe, von den Füllungen her, wie es dann ausschauen könnte. Und demnächst zeige ich euch noch ein paar andere Sushi-Arten.